So, heute zeige ich euch nochmal junge, kleine Pflänzchen, die jetzt gerade so groß werden. Bei uns zumindest, bei manchen ist es schon sehr viel weiter. Viele erkennen es jetzt schon, das ist der Giersch. Ja, ich höre das auch immer wieder, für viele ist der Giersch eine Katastrophe. Er verbreitet sich tatsächlich rasant. Wenn er sich irgendwo wohlfühlt, dann will er da sein und dann setzt er auch wirklich ganz viel Energie an den Tag, um sich da ziemlich auszubreiten. Also es kostet da wirklich ganz, ganz viel Energie dagegen vorzugehen. Da sieht man mal, ja, wie Pflanzenenergie auch tatsächlich penetrant sein kann. Die Frage ist dann nur, inwieweit wehren wir uns tatsächlich, greifen ein und inwieweit sagen wir, okay, wenn er da sein will, dann will er da sein, dämmt ihn ein, esst ihn so weit wie möglich runter. Aber also, ich habe die Erfahrung gemacht, sich gegen etwas zu wehren, was seine Energie und seine Natur hat, ist enorm schwierig. Und da stehen wir Menschen oft ziemlich, ja, ziemlich verloren da. Muss man jetzt gerade so sagen. Der Giersch hat nicht nur, dass er sich wirklich penetrant zeigen kann, enorm viel, was er uns auch bieten kann. Der Giersch hat ganz viel an Kalium, Magnesium, Calcium, Mangan, Zink, Kupfer und hat ganz viel Vitamin A, C, viel mehr als sogar im Kopfsalat drinnen ist und viermal mehr Vitamin C als jede Zitrone. Das muss man sich mal wirklich so auf der Zunge zergehen lassen. In diesem kleinen Pflänzchen steckt mehr drin als in einer Zitrone an Vitamin C. So, wer jetzt noch nicht so wirklich tief in die Pflanzenwelt eingestiegen ist, der fragt sich natürlich, wie erkenne ich jetzt den Giersch? Und ich sage euch, der Giersch ist wirklich leicht zu erkennen. Erstens mal hat er diese markanten dreiflügeligen Blätter. Und zwar hat er dann immer, auch hier an der Seite, das wird sich noch bilden, diese drei Blätter. Und er hat immer drei. Ja, manchmal wird er dann auch ein bisschen größer, aber das ist mit einer der Erkennungsmerkmale. Eines seiner Haupterkennungsmerkmale, die für mich total wichtig sind, und da versuche ich jetzt nochmal ganz nah ranzugehen, sodass man das sieht. Ja, jetzt sieht man es ein bisschen. Das ist ein gefurchter Stängel. Hier, da ist in der Mitte eine Furche drinnen. Na, zeigst du es uns? Da sieht man es ja ein bisschen. Das ist gar nicht so leicht. Hier oben sieht man sie jetzt, da wo ich meinen, hier oben. Ja, das hat kein anderer Doldenblütler. Also damit könnt ihr zweifelsfrei erkennen, ist das Giersch. Ja, also schaut immer, ich taste da immer und wenn diese Furche da ist, da sieht man jetzt auch, da bleibe ich hängen mit meinem Daumen, seht ihr das? Dann ist das Giersch. Jetzt sieht man oben wieder an dem oberen die Furche ganz gut. Ja? Ich verwende den Giersch ganz, ganz gern im Salat. Ich mache Pesto daraus. Ich tue ihn gerne in Smoothies rein. Also in Kräuterbutter. Man kann ihn auch ins Gemüse mit reinschneiden. Er hat, finde ich, gerade vor allen Dingen jetzt diese jungen Blätter, einen ganz angenehmen Geschmack. Sogar mein Kind isst ihn. Und ja, also er ist wirklich reich an ganz vielem. Deswegen, wenn ihr dem nicht Herr werdet, dann esst ihn tatsächlich auf, buchstäblich. Jetzt habe ich hier nochmal einen ganz, ganz jungen. Ja, wo ist er? Da. Schaut mal. So entfaltet er sich. Und da sieht man aber auch schon,
diese Furche, seht ihr sie? Jetzt sieht man sie. Ja? Und auch wieder 1, 2, 3 und hier oben 3 Flügel und hier unten kommen dann auch noch 3 Flügel. Da ist auch ein kleiner. Also, in dem Sinne, verwendet ihn, lasst euch nicht von ihm ärgern. Er will euch ganz, ganz Wertvolles zeigen. Ich weiß manchmal, wenn man so wütend ist, weil man eben ein bestimmtes Beet so gestalten möchte, wie wir uns das vorstellen, dann ist es natürlich extrem störend, aber dann schneid ihn runter. Genieß ihn im Salat, im Smoothie, in allem Möglichen drinnen und lass ihm doch irgendwo seinen Platz. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, dann wirst du immer weiter von mir Pflänzchen erleben und erfahren und was du damit tun kannst. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.